Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Tresen vom 25.03. Wir hatten uns heute als Thema den Ukraine-Konflikt rausgesucht und hatten uns dafür den Osteuropa-Experten Reinhard Lauterbach eingeladen. Genau, der wird heute... Hallo. Genau. Du kannst ja auch selber ganz kurz nochmal was über dich sagen, falls du willst, oder... Da ist erstmal nicht viel zu sagen. Ich bin seit 8,5 Jahren Europakorrespondent der Jungen Welt, habe früher Geschichte und Slawistik studiert und kam zur Jungen Welt kurz vor dem Euromaidan und insofern hatte ich Gelegenheit, meine Kenntnisse der Ukraine, ich habe auch mal früher dort ein Semester studiert, dann irgendwie einzubringen. Den Rest sollte der Vortrag dann ergeben. Ja, sehr schön. Genau, du wirst uns ja heute ein wenig was über die Historie hinter diesem Konflikt, aber auch einige Aspekte der jungen Vergangenheit wirst darüber berichten heute. Genau, dann würde ich jetzt das Wort einfach an dich übergeben und du darfst anfangen. Okay, ja. Schönen guten Abend von meiner Seite. Ich denke mal, wenn wir nach einem Monat Krieg in der Ukraine eines feststellen können, dann das, dass Russland offenkundig die integrative Kraft des ukrainischen Nationalismus erheblich, um nicht zu sagen sträflich, unterschätzt hat. Putin hatte in seiner Kriegserklärungsrede, in Anführungszeichen, sie war natürlich formell gesehen keine Kriegserklärung, in der Nacht vom 23. auf den 24. Februar noch die Hoffnung gehegt, dass das ukrainische Militär auseinanderlaufen und die Leute in der Ukraine die Russen mit Blumen begrüßen würde. Davon ist nichts zu beobachten. Im Gegenteil, für alle Beobachter überraschend, sowohl im Westlichen als auch vor allen Dingen die in Russland, hat dieser Krieg, wie mir scheint, eine zuvor in mindestens zwei große Fraktionen gespaltene Gesellschaft in der Ukraine geeint. Die Idee, dass die Ukraine irgendwie die kleinere Schwester Russlands sei, ist, glaube ich, mit diesem Krieg Historie, das kann Russland auch für die Zukunft vergessen. Das nur als ganz kurze Einführung, bevor ich tatsächlich ein bisschen was sage über die Geschichte der Ukraine als Nation, über die Geschichte ihres Nationalismus, wie sie auch mit dem praktischen Schicksal dieser Bevölkerungsgruppe verknüpft ist. Die Ukrainer sind darin nicht unähnlich wie die Deutschen in ihrer jeweiligen Umgebung auch eine sogenannte verspätete Nation. Das heißt, ihr Nationalismus, ihre Art politischen Erscheinung zu einem Zeitpunkt, als die Welt um sie herum bereits in andere Nationen aufgegliedert und verteilt war und schon deswegen stand er vor der Notwendigkeit, sich gegen Nachbarn durchzusetzen. Diese Nachbarn waren in der gegebenen Situation der Ukrainer auf der einen Seite Polen, auf der anderen Seite die Russen. Das waren die beiden Großmächte, die sich im späten 17. Jahrhundert das Gebiet der Ukraine untereinander aufgeteilt. Der Westen stand bis zu den Teilungen Polens im 18. Jahrhundert unter polnischer Kontrolle und Pimpers Guthard, darüber wird viel debattiert. Der französische Historiker Daniel Bourbat hat gesagt, Polen habe dort eine praktisch koloniale Herrschaft errichtet. Tatsache ist, dass die Ukraine für das alte polnische Reich vor den Teilungen die große Quelle von agrarischen Mehrwert war, weil der Boden sehr fruchtbar war und gleichzeitig die Leute
die dort lebten, wegen ihrer orthodoxen Konfession ausgrenzbar waren durch den Polen-Katholizismus. Das heißt, und die katholische Kirche hat auch immer sich dagegen gewehrt, den orthodoxgläubigen Teil der polnischen Gesellschaft, den manche Leute mit den Formen der Institutionen gleichsetzen, zu irgendeiner Form von politischer Gleichberechtigung oder sowas zuzulassen. Diese Frühgeschichte der Nationswerdung der Ukraine erklärt auch zum Teil die besondere Rolle des Antisemitismus im ukrainischen Nationalismus. Die liegt war erstens dokumentiert durch extreme antijüdische Pogrome während des Kosakenaufstandes unter Bogdan Chmelnitski Mitte des 17. Jahrhunderts, als nach Schätzungen und Forschung mindestens 50.000 bis 60.000 Juden ermordet worden sind, die auf dem Gebiet der heutigen Ukraine lebten oder auf dem Gebiet des Aufstands erfasst waren. Die Juden waren dorthin gekommen auf Grundlage der liberalen Judenpolitik im alten Polen, wo es tatsächlich über Jahrhunderte keine Pogrome gegeben hatte. Deswegen, weil die Juden dort als modernisierende Kraft willkommen waren. Und modernisierende Kraft heißt eben, sie konnten zu einem Zeitpunkt lesen und schreiben, dass in dem Rest der feudalen Gesellschaft kein Standard war, auch nicht dem Adel. Und das bedeutet wiederum, dass die auf den Gütern des polnischen Adels in der Ukraine die Verwalter waren, diejenigen, die die Tribute eingezogen haben, diejenigen, die den Bauern irgendwelche Kredite gegeben haben. Das heißt, sie waren im Grunde das Frontpersonal der feudalen Ausbeutung, auch wenn sie nur sehr indirekt deren Nutznießer waren und sowieso nicht deren Urheber. Aber dieses des Ukrainischen, aber auch Bauern, gegen den städtischen Juden, hat sich sehr früh gebildet und hat sich auch bis in die Zeit der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg hingezogen. Entschuldigung, kann man irgendwie an den Toneinstellungen was hören? Ich höre mich ständig mit einem irgendwie hinterher nochmal, da läuft irgendwas schief, das hört mich etwas am Reden. Wir holen mal ganz kurz unseren Technikmensch. Na gut, ich mache ein zweimal weiter. In die politische Auseinandersetzung trat der ukrainische Nationalismus im Grunde zu Beginn des 20. Jahrhunderts an, als rund um ihn herum der russische und der polnische schon ausgebildet waren. In Russland hatte das Zarenreich die Entwicklung einer ukrainischen Schriftlichkeit, sogar den Druck von Literatur jeglicher Art auf ukrainischer Sprache, Mitte des 19. Jahrhunderts verboten. In Polen war das etwas anders, weil es in der Ukraine, Polen sagt, Ostgeil ist hier dazu, weil die Ukrainer einer besonderen Tradition angehört, nämlich dem sogenannten griechisch-katholischen Ritus. Was war das? Das waren Leute, die waren eigentlich nach Glauben orthodox, aber mit dem Unterschied zwischen dem Papst in Rom als Oberhaupt anerkannt und nicht dem Patriarchen in Moskau. Das ist so der Situation, dass bis heute die griechisch-katholischen Priester die einzigen Priester der katholischen Kirche sind, die Familie haben dürfen. Anders als die Priester.
Es führt aber auch dazu, dass die Wörter nicht, weil es ist die, dieses Feedback gibt, diese Rückkopplung ist weg. Ist das, ja. Hört man mich noch? Ja, klar. Super, besser zu verstehen. Hallo? Hi. Ja, man hört dich noch. Okay. Also, in diese griechisch-katholischen Pfarrhäuser, das waren soziokulturellen Pflanzstätten des ukrainischen Nationalismus. Stefan Bandera zum Beispiel war Sohn eines griechisch-katholischen Pfarrers und sehr viele aus der ersten Generation der militanten ukrainischen Nationalisten waren es auch. Das ist an sich nichts weiter Besonderes. In Deutschland ist ja die Schriftsprache auch von dem geistlichen Martin Luther entwickelt worden. Und wir hatten hinterher im 18. Jahrhundert ganze Milliarden von evangelischen Geistlichen, die sich in irgendeiner Weise um die Entwicklung der deutschen Nationalkultur verdient gemacht haben, wenn man denn da einen Verdienst sehen will. In der Ukraine, wie gesagt, kam dieser Nationalismus aber auf ein bereits von anderen bestelltes Feld. Insbesondere trat er in Konkurrenz zum polnischen Nationalismus und wurde in dieser Konkurrenzsituation vom österreichischen Kaisertum, das die Westukraine seit der den polnischen Teilung kontrollierte und seinem Reich zugeschlagen hatte, auch gefördert als Konkurrenz zu den Polen. Als aber Ende des Ersten Weltkrieges das österreich-ungarische Reich zusammenbrach und auseinanderfiel in seine einzelnen nationalen Bestandteile, da fanden die Ukrainer, wie gesagt, das Land, in dem sie das flache Land beobachten, nicht aber die Städte, bereits von den Polen kontrolliert. Deswegen begann eigentlich die moderne Geschichte des ukrainischen Nationalismus mit einem Krieg gegen Polen 1918-19 in die Stadt Lemberg, Lviv, Lwów auf Russisch und Lwów auf Polnisch. Und es begann mit der Proklamation einer ukrainischen Volksrepublik durch ein paar ukrainische Intellektuelle in Kiew Ende 1917, parallel zur und als Alternative zur bolschewistischen Oktoberrevolution in Russland. Rosa Luxemburg hat seinerzeit noch in ihrer Studie über die russische Revolution, die in der Pamphlet über die russische Revolution geschrieben, der ukrainische Nationalismus sei eine Fantasterei von ein paar kleinbürgerlichen Intellektuellen, von der sich das russische Proletariat nicht ablenken lassen solle. Das war auch damals schon wahrscheinlich ein Stück Wunschdenken. Und Lenin, der die Verhältnisse aus der Nähe etwas besser sah, als Rosa Luxemburg sie aus dem Gefängnis sehen konnte, zumal natürlich auch auf Grundlage ihrer Sozialisation durch die polnische Kultur durchaus mit einem gewissen traditionell polnischen Überlegenheitsgefühl gegenüber der ukrainischen Literatur, hat sich da, muss man sagen, historisch gesehen geirrt. Sie hat dieses Phänomen unterschätzt und hatte nachher natürlich auch keine Gelegenheit mehr, ihre Einschätzung zu korrigieren. Lenin hat dagegen aufgrund der Tatsache, dass der sowjetische Bürgerkrieg in der Ukraine mit am längsten dauert, das ist also auf andersrum gesagt auch mit am längsten dauerte, dass sich die Sowjetmacht in der Ukraine durchgesetzt hatte gegen ihre diversen bürgerlichen Gegner, die Auffassung vertreten, dass man dem ukrainischen Nationalismus ein paar Konzessionen machen müsste. Deswegen hat er 1922, als die Sowjetunion sich konstituierte, eine ukrainische Sowjetrepublik ausgerufen. Und dieser Sowjetrepublik nicht nur das von den bürgerlichen Nationalisten eroberte Gebiet um Kiew zugeschlagen, sondern um ein Abdriften dieser Region aus dem russischen staatlichen Zusammenhang zu verhindern, auch dieser Republik Gebietsteile zugeschlagen, die ursprünglich zu Russland gehört hatten und die durch Migrationsprozesse während des 19. Jahrhunderts, während der Industrialisierung, auch stark von Russen besiedelt waren. Gemeint ist,
Der ganze Osten, also von Kharkov im Norden über das Donbass, das Kohlegebiet, bis zur Schwarzmeerküste, die im 18. Jahrhundert von russischen Siedlern erobert worden war, vom Osmanischen Reich. Also genau der ganze Streifen im Osten und Süden der Ukraine, der bis heute russischsprachig ist, ist erst damals der ukrainischen Republik zugeschlagen worden. Und Wladimir Putin beklagt dies ja immer wieder auf beredteste Art und Weise, dass eben hier Lenin in seiner Nationalität und Politik das russische Reich bestimmter Gebiete beraubt habe, in denen jetzt die Russen unterdrückt werden. Ich will über diese Behauptung mich an dieser Stelle gar nicht weiter inhaltlich äußern, da kommen wir vielleicht später noch dazu. Tatsache ist jedenfalls, dass die spezifische Mischung zwischen einer ukrainischsprachigen Westukraine, einer sprachlich und kulturell gemischten Zentralukraine und einer russischsprachigen Ostukraine tatsächlich das Ergebnis der sowjetischen Nationalitätenpolitik Anfang der 20er Jahre ist und dass die relative Stärkung des ukrainischen Elements in dieser Sowjetrepublik ebenfalls eine indirekte Folge der Politik der Sowjetunion ist, nämlich der Annexion des früheren Ostpolens durch die Sowjetunion im September 1939 im Gefolge des sogenannten Hitler-Stalin-Paktes, der ja Polen zum vierten Mal geteilt hatte. Dadurch waren einige Millionen Ukrainer, die nie mit Russland zu tun gehabt hatten, plötzlich dieser Sowjetrepublik einverleibt worden. Und das passte ihnen überhaupt nicht. Und ihr Nationalismus, der sich zuvor in den Zwischenkriegsjahren wesentlich gegen Polen gerichtet hatte, richtete sich jetzt auch gegen Sowjetrussland. Insbesondere befeuert auch durch den Umstand, dass unter den Parteifunktionären der KPdSU ein überdurchschnittlicher Bestandteil an Menschen mit jüdischen Wurzeln war. Das heißt, der Volksantisemitismus in der Ukraine fand in den Verhältnissen nach 1939 auch angebliches Illustrationsmaterial. Wie kam es zu dem Bündnis zwischen der Ukraine und dem faschistischen Deutschland, das wir in den Kriegsjahren beobachten konnten? Es war zunächst einmal ein situatives Bündnis aus der Situation heraus, dass der Feind meines Feindes mein Freund ist. Der Feind meines Feindes bedeutet, die Weimarer Republik hat ja Polen als Staat immer nur gegen große Widerstände anerkannt, sie hat immer Revisionsforderungen gegen Polen erhoben und war immer bestrebt, das Land geheimdienstlich zu unterwandern und zu zersetzen. Und da waren militante ukrainische Nationalisten, den deutschen Militärgeheimdienst der Abwehr, als Bündnispartner oder als instrumentalisierbare Truppe gern willkommen. Bis dahin, dass 1939, als die Wehrmacht Polen angriff und eroberte, die ukrainischstämmigen polnischen Kriegsgefangenen sehr schnell freigelassen und nach Hause entlassen worden waren, während der Rest praktisch sofort zur Zwangsarbeit nach Deutschland verschleppt wurde. Und die Führer des ukrainischen Nationalismus, der Organisation ukrainischer Nationalisten, die Stepan Bandera 1929 in Wien gegründet hatte, bot sich den Deutschen für die Situation eines Angriffs auf die Sowjetunion als Bündnispartners, auskündiger Bündnispartner an. Dieses Angebot wurde auch akzeptiert. Die Folge war, dass in den ersten Tagen des deutschen Überfalls die OUN eigenständig Pogrome in der Westukraine organisiert haben, die sehr schrecklich, extrem gewalttätig verliefen, sodass also sogar angereiste Nazi-Offiziere sagten, also das sei nun doch dann irgendwie etwas jenseits dessen, wie man sich die Judenvernichtung dort vorstellte.
Der Versuch der Banderas in der Westukraine, der von der Wehrmacht eroberten Westukraine, eine unabhängige ukrainische Republik auszurufen, wurde von den Deutschen allerdings nicht geduldet. Bandera wurde inhaftiert im KZ Sachsenhausen in einer prominenten Baracke, wo die Deutschen auch andere eventuell kollaborationsbereite Politiker interniert hatten. Er hat dort nicht weiter gelitten, er bekam Besuch von seiner Frau, hat eines seiner Kinder dort gezeugt, also im Vergleich zu dem, was viele ukrainische Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter in dieser Zeit erleben mussten, ging es ihm da nicht schlecht. Bandera wurde dann Ende 1944, als die Westukraine bereits wieder von der Sowjetarmee befreit war, von den Deutschen auch freigelassen und bekam die Aufgabe, einen Partisanenkampf im Hinterland der Roten Armee zu organisieren, was er auch getan hat. Diese Partisanenbewegung kämpfte mit abnehmendem Erfolg noch bis in die Mitte der 50er Jahre in der Westukraine. Die Sowjetunion hatte da ernsthafte Probleme, sich durchzusetzen. In der Zwischenzeit, in der Kriegszeit, haben sehr viele Ukrainer aus den nationalistischen Formationen sich als Hilfspolizisten bei den Deutschen verdient, sowohl in der besetzten Ukraine selbst, also zum Beispiel beim Massaker von Babi Yar, September 41 in Kiew, haben ukrainische Hilfspolizisten den Großteil der Absperrungen und Kontrolle der jüdischen Bevölkerung übernommen. Die Deutschen, also die Kräfte der Einsatzgruppe C, die dort tatsächlich geschossen haben an den Maschinengewehren, das waren relativ wenige Leute, nicht mehr als 100. Die hätten natürlich alleine niemals eine Bevölkerung von 33.000 Kiewer Juden dorthin bringen können. Die brauchten auch diese Hilfspolizisten. Der Grund, warum die Leute sich da verdient haben, war natürlich in erster Linie die Möglichkeit, sich zu bereichern in einer Situation, in der es an sich das ganze Land ausgeplündert wurde von den Deutschen. Zweitens natürlich irgendwie befeuert durch den Volksantisemitismus, über den ich schon mehrfach gesprochen habe. Und ukrainische Hilfsmannschaften haben den Nazis auch zur Seite gestanden, zum Beispiel in verschiedenen Vernichtungslagern, in Belzec, in Majdanek zum Beispiel, und auch bei der Bekämpfung des Warschauer Aufstandes 1944. Das heißt, diese ukrainischen Nationalisten haben tatsächlich die Hände bis zum Ellenbogen ebenfalls im Blut. Und etliche von ihnen haben es dann eben auch vorgezogen, sich mit der Wehrmacht zusammen zurückzuziehen und fanden sich dann nach Kriegsende in den deutschen Westzonen wieder, insbesondere in Bayern, in der amerikanischen Zone, und dort haben sie ihre Führer schnell amerikanischen Geheimdiensten angedient, eben mit dem Angebot, eine Bekämpfung der Sowjetmacht in ihrem alten Hinterland zu organisieren. Die US-Dienste sind dann auch ein paar Jahre lang darauf eingegangen, trotz Warnungen der damals noch vorhandenen antifaschistisch gesinnten Spezialisten, die immer gesagt haben, Vorsicht, diese Leute sind wirklich Nazis und mit denen sollten wir uns nicht die Finger schmutzig machen. Die britische Entscheidung von oben war eine andere. Und so ist es gekommen, dass dann eben auch als die ukrainische nationalistische Partisanenbewegung in der Sowjetunion in den 50er Jahren vom KGB zerschlagen wurde, eben ein Großteil dieser ukrainischen nationalistischen Diaspora die Gelegenheit bekam, in den USA oder auch Kanada zu emigrieren. Dort haben sie sich dann etabliert, haben auch ihre Bildungsstätten, sogenannte Universitäten und so weiter, aufgebaut. Und aus diesen Kreisen kam der Großteil der Leute, die dann im Moment, wo die Sowjetmacht in der Ukraine zusammen war, 1991, dann sofort gekommen sind und versucht haben, das Bildungswesen dort nationalistisch umzudrehen. Das war eine sehr strategische Operation und
Sie haben es eben geschafft, das Bildungswesen und das Kulturwesen der Ukraine weitestgehend mit ihren Ideologien zu durchsetzen. Da sind also die alten Vorstellungen von einem toleranten Zusammenleben, das in der mittleren Sowjetunion, die ich dann eben auch während meines Studiums erleben konnte, gängig war, die ist heute in der Ukraine völlig tot, diese Vorstellung. Die Ukraine 91 unabhängig wurde, war das zunächst einmal für alle eine Überraschung. Damit hätte niemand rechnen können, dass die regionale Parteiführung, um ihre Freunde zu retten, gegen das Verbot der unionsweiten KPDSU durch Boris Jelzin nach dem August 1991, dass diese regionale Parteiführung sich mit den Nationalisten, die bereits im Republikparlament saßen, zusammentun würde, um eben diese unabhängige Ukraine zu proklamieren. Die Nationalisten wussten ihr Glück überhaupt nicht zu schätzen, damit hatten sie überhaupt nicht gerechnet. Und als sie im Dezember 1991 ein Referendum veranstalteten, erreichten sie tatsächlich landesweit die Mehrheit für diese Unabhängigkeit, wobei man zwei Dinge dabei bedenken muss. Erstens, die Sowjetunion, auf die man sich etwa alternativ noch hätte orientieren können, bestand im Dezember 1991 schon praktisch nicht mehr. Und zweitens, die Erfahrungen, die die Leute in den Jahren der Perestroika mit der Sowjetunion und ihrer zusammenbrechenden Volkswirtschaft gemacht hatten, waren auch nicht unbedingt so geartet, dass man, dass dieses Land jetzt also viel Perspektiven zu bieten schien für die politische Zukunft. Nicht also sogar die Bergleute des Donbass haben im Dezember 1991 mehrheitlich für die Unabhängigkeit der Ukraine gestimmt, allerdings nicht aus dem Grunde, dass sie besonders begeisterte Ukrainer gewesen wären, sondern deswegen, weil sie hofften, dass ihre Region in einer unabhängigen Ukraine, wo sie das einzige relevante Kohleabbaugebiet sein würde, mehr staatliche Förderung bekommen würde als in der Sowjetunion, wo des Donbass ab den 70er Jahren vernachlässigt worden war, weil zu diesem Zeitpunkt in Sibirien andere Kohlefelder entdeckt worden waren. Das Kuspas, wo Tagebau möglich war, natürlich dadurch die Bestehungskosten für die Kohle viel günstiger waren. Von da an wurde also das Donbass auf Verschleiß gefahren, bis dahin, dass bis 1990 ein Streik der Bergleute gab, weil sie nicht mal mehr ihr tägliches Stück Seife bekamen, um sich nach der Schicht zu waschen. Das heißt, die Sowjetunion war eben auch tatsächlich als Alternative zu diesem Zeitpunkt diskreditiert. Und gleichzeitig mussten aber alle in Kiew Regierenden damit rechnen, dass eben der Ostteil des Landes weiterhin russischsprachig war, im Zweifelsfall doch an den sowjetischen Traditionen festhielt. Und die ersten 10, 15 Jahre gingen sie vorsichtig vor. Das änderte sich Anfang der Nullerjahre. Da gab es nach einer umstrittenen Wahl, wo der Präsident Leonid Kutschma nicht mehr antreten konnte, seinen Vize Viktor Janukowitsch aufstellte, dieser gewählt wurde, unter Bedingungen der administrativen Beeinflussung von Wahlen, also dass eben zum Beispiel Soldaten, Studenten oder sowas einfach von ihren Professoren oder ihren Offizieren in die Wahllokale geschickt wurden mit der Auflage, ihr stimmt bitte so ab. Also diese, so. Und dagegen entzündeten die Nationalisten Proteste. Das war die sogenannte Orange Revolution im Winter 3-4. Die erreichte zunächst einmal, dass ein in der Verfassung nicht vorgesehener dritter Wahlgang vorgenommen wurde. Und in diesem Wahlgang siegte dann der Kandidat des pro-westlichen Lagers Viktor Juschtschenko, der vorherige Nationalratspräsident,
Dieser Juschenko war eben ursprünglich ein Ökonom, ursprünglich eher unpolitisch, der aber auf irgendeiner Dienstreise in die USA neben einer Beamtin des State Department mit ukrainischen Wurzeln gesetzt worden war, und daraus entwickelte sich also eine Beziehung zwischen den beiden. Und ob die Frau also als Romeo-Agentin oder als Julia-Agentin auf ihn angesetzt worden war, ist nicht bekannt, aber auf jeden Fall wurde Juschenko von da an also zum Nationalisten und versuchte, die Ukraine auf NATO- und EU-Kurs zu bringen. Es scheiterte im ersten Anlauf aus mehreren Gründen. Erstens, weil die orangenen politischen Kräfte untereinander zerstritten waren. Also es entwickelte sich eine Konkurrenz zwischen Juschenko und Julia Tymoschenko, an die sich vielleicht der eine oder andere noch erinnert. Das ist diese Frau, die nachher mit diesen blonden Zöpfen aufgetreten ist. Obwohl das alles Styling war, die Frau ist eigentlich schwarzhaarig. Die konnten sich über die Kostenverteilung nicht einigen, kriegten auch die Wirtschaft nicht ins Laufen, und deswegen wurde dann Viktor Janukowitsch, der eben in Donbass weiterhin eine einflussreiche Figur war, zum Präsidenten gewählt, so quasi 10, in einer Wahl, die auch von niemandem angezweifelt wurde. Und das war der zweite Grund, warum der erste Versuch des Westens, die Ukraine auf seine Seite zu bringen, gescheitert ist. Die Orangenrevolution war in ihrem Vorgehen zu vorsichtig, zu zivil. Sie nahm zu viel Rücksicht. Sie hat es versäumt, die pro-russischen Eliten der Ostukraine ganz praktisch zu entmachten. All diese Punkte sind dann beim Euromaidan 13/14 anders gemacht worden. Der Euromaidan war von Anfang an wesentlich militanter, wesentlich nationalistischer und auch wesentlich intoleranter gegenüber den Menschen in der Ostukraine. Er begann ja bekanntlich angeblich spontan, November 2013, was aber nicht stimmt. Die Kader dafür waren längst vorher da. Innerhalb einer Woche nach dem Beginn der EU-idealistischen Demonstrationen auf dem Kiewer Unabhängigkeitsplatz waren mit amerikanischem Geld finanziert nationalistische Hunderschaften aus der Westukraine nach Kiew gereist und übernahmen die Kontrolle über diese Dauerkundgebungen. Begannen auf dem Platz unter den Augen der Janukowitsch-Polizei paramilitärische Trainings für die Demonstrierenden zu organisieren und entwickelten Protestformen wie dieses Herumhüpfen im Frost mit der Parole: Wer nicht springt, ist ein Moskowit. Das bedeutet, die Ausgrenzung der russischsprachigen Bevölkerung war auf dem Euromaidan von Anfang an Teil des Spiels. Oder die Ausgrenzung desjenigen Teils der Bevölkerung, der auf gut nachbarliche oder freundschaftliche Beziehungen mit Russland orientiert war. Das ist ein wichtiger Unterschied, denn es ist seit 2014 und bis heute nicht so, dass der ukrainische Faschismus sich nur aus den ukrainischsprachigen Westukrainern rekrutiert. Im Gegenteil, das notorische Bataillon Azov ist in Kharkov gegründet worden von einem Mann namens Andrei Bieletsky, der einige Jahre daran verwandt hat, die deutsche Fußball-Hooligan-Szene vom russischen Nationalismus auf den ukrainischen umzupolen. Das ist ihm gelungen. Und als im Mai 2014 die Kerntruppe des wenig später gegründeten Azov-Bataillons in Gestalt dieser Kharkover Fußball-Hooligans in Odessa einfiel, unter dem Vorwand eines Fußballligaspiels und dort also dann das Massaker oder das Pogrom vom 2. Mai 2014 anrichtete, da war das eine Auseinandersetzung unter russischsprachigen Ukrainern. Ukrainischsprachige Ukrainer waren da nicht sehr vorhanden.
an diesem Moment. Was nicht bedeutet, dass die nicht auch an anderer Stelle diese antirussische Reaktion vorangetrieben hätten. In der Zwischenzeit war eben dann im Februar 2014 der Euromaidan in einen praktischen Aufstand übergegangen, provoziert durch Schüsse auf die Demonstranten, die mit großer Wahrscheinlichkeit aus dem alten Rhein abgefeuert wurden, um einfach Opfer zu produzieren und Wut zu erzeugen. Das führte zur Flucht Janukowitschs aus dem Lande und dazu, dass eine in der Verfassung so nicht vorgesehene Übergangsregierung aus Maidan-Funktionären sich in Kiew konstituierte, unterstützt von Umfallern aus der ehemaligen Partei von Präsident Janukowitsch, denen es einfach nur um ihre Karriere ging und die deswegen alles abliefen. Und zwei der ersten Dekrete dieser neuen Übergangsregierung machten im Grunde klar, wohin die Auseinandersetzung gehen würde. Das erste Dekret bestand darin, ein Sprachgesetz von 2010 zurückzunehmen, das die russische Sprache im öffentlichen Leben praktisch mit dem ukrainischen gleichgestellt hatte. Und das zweite Gesetzesvorhaben bestand darin, dass beschlossen wurde, das Stationierungsabkommen für die russische Schwarzmeerflotte auf der Krim aufzukündigen. Auch ohne jede Rechtsgrundlage, der Stationierungsvertrag hatte überhaupt keine Kündigungsklausel. Insbesondere das Letztere war mutmaßlich der Grund, warum Russland damals gesagt hat, Schluss, auf diese Stützpunkte verzichten wir nicht, und dann in die Wege geleitet hat, dass die beiden Referenden auf der Krim stattgefunden haben, die zum Schluss den Beitritt der Krim zur Russischen Föderation geendet haben. Das emotionale Feuer für diese Bewegung war das Gesetz zur Zurückdrängung der russischen Sprache im Alltag, im gesellschaftlichen Leben. Das heißt, der Maidan hat sich diese Entwicklungen historisch gesehen selbst zuzuschreiben. Dadurch, dass er im Glauben an seinen Sieg in Kiew gemeint hat, er könne das ganze Land jetzt nach seinen Regeln umbauen. Das hat, wir wissen, nicht wirklich geklappt. 2014 ging nicht nur die Krim der Ukraine von der Fahne, die erst 1954 von Nikita Khrushchev an die ukrainische Republik übertragen worden war. Wie ich vermute, aus strukturpolitischen Überlegungen heraus, die Krim ist abhängig vom Wasser aus dem Dnipro, aus dem Dnieper. Sonst ist da keine Landwirtschaft möglich. Und wenn diese Wasserversorgung im Rahmen des Haushalts der ukrainischen Sowjetrepublik geregelt werden konnte, auch die dafür erforderlichen Milliardeninvestitionen, um den Kanal zu bauen, dann war das eine Sache, die auch nur die ukrainische Republik anging. Wohingegen, wenn die Sowjetunion das auf der Grundlage des gesamtsowjetischen Finanzausgleichs gemacht hätte, dann wäre sie mit Sicherheit bei jeder Milliarde, die man auf die Krim gelenkt hätte, an Investitionen, sofort irgendein Usbeke aufgestanden und hätte gesagt, ich will aber auch. Das heißt, im Interesse der zügigen Durchsetzung dieses Infrastrukturprogramms auf der Krim hat Khrushchev gedacht, na gut, dann übertrage ich halt die Krim an die Ukraine, von der sie sowieso infrastrukturell auf vielen Weisen abhängig ist. Das offizielle Argument war ein anderes. Sollte es bleiben, dass die Bedingung der Unterstellung der ukrainischen Kosaken unter die Moskauer Oberhoheit gewürdigt werden. Aber es ist alles dummes Zeug. Es war mit Sicherheit nicht der wirkliche Bewegung. Nun war das also 2014 alles rückgängig gemacht. Und in Donbass begannen die Leute zunächst einmal nur Autonomie zu fordern. Eine föderalisierte Ukraine, in der sie eben ihre kulturelle Eigenständigkeit nur behalten können. Dazu war aber Kiew nicht bereit und hat das Militär ins Donbass geschickt. Die Folge ist der 8 Jahre andauernde Bürgerkrieg, der jetzt in einen heißen Krieg
umgeschlagen ist. Wenn wir uns die heutige Ukraine anschauen, dann denke ich, muss man sich das Land nicht so vorstellen, dass da lauter Faschisten und Bandera-Anhänger herumlaufen, die mit dem Messer zwischen den Zähnen herumlaufen, die alljährlichen Gedenkumzüge zu Banderas Geburtstag haben, überschaubare Teilnehmerzahlen, die gehen normalerweise über vierstellige Zahlen nicht hinaus. Aber was wichtig ist, die Nationalisten haben ihre Ideologie in den Mainstream eingespeist. Das läuft teilweise über das Schulwesen, teilweise über popkulturelle Erscheinungen, dass es einfach schick ist, Patriot zu sein. Vor ein paar Wochen hat in der polnischen Gazeta Wyborcza eine Reportage aus Kiew gestanden, wo es darum ging, wie die Leute sich auf einen möglichen russischen Sturm der Stadt vorbereiten, unter anderem Molotow-Cocktails basteln. Und da wurden also alle möglichen Leute, so Hipster zitiert. Ja, eine Galeriebesitzerin, Programmierer, so ein Fenstauer Bergbewegung, ja, wenn es in Berlin wäre. Und die sagten, sie würden diese Molotow-Cocktails jetzt umtaufen in Bandera-Smoothies. Das zeigt also, das zeigt meiner Ansicht nach, wie eben der ukrainische Nationalismus inzwischen in der Ukraine Pop ist, auch ohne dass die Leute jetzt im buchstäblichen Sinne Faschisten sein müssen. Und das ist genau der Punkt, den die Russen in ihrer Aufklärung überhaupt nicht auf dem Schirm hatten, dass eben einfach sich nach 30 Jahren ukrainischer Eigenständigkeit ein ukrainischer Staatsbürgernationalismus entwickelt hat, genauso wie der deutsche Staatsbürgernationalismus sich eben auf Deutschland bezieht, der dänische auf Dänemark und der holländische auf Holland. Und genauso wie das deutsche Staatsbürgerbewusstsein nicht zwangsläufig faschistisch ist, genauso ist es das ukrainische auch nicht. Die Leute haben einfach sich daran gewöhnt, sie sind 30 Jahre lang in einer unabhängigen Ukraine groß geworden, beziehen sich halt auch auf die und für sie ist Russland nicht mehr das große Vorbild. Dies verkannt zu haben, ist der entscheidende politische Fehler, den Putin gemacht hat, als er sich in diesen Krieg eingestürzt hat. Unabhängig von den strategischen Erwägungen, die er dafür auch noch geltend gemacht hat. Dieser ukrainische Staatsbürgernationalismus ist meiner Ansicht nach auch dasjenige, was alle Vorstellungen von einer ukrainisch-russischen Bruderschaft oder sowas, zumal nach allem, was jetzt passiert ist in diesem Krieg und nach dem Krieg sich in erster Linie auch in den russischsprachigen Gebieten des Ostens und Südens abspielt, folglich auch russischsprachige Menschen zu Leidtragenden der Bombardements werden, ist also diese Vorstellung, dieser Vorstellung meiner Ansicht nach schlicht und einfach die Grundlage entzogen. Da hat sich tatsächlich etwas qualitativ Neues entwickelt und es wird jetzt sehr spannend sein zu beobachten, ob Volodymyr Zelensky zu einem politischen Kompromiss mit Russland bereit ist, ob auch Putin zu einem Kompromiss bereit ist, um diesen unsägigen Krieg möglichst schnell zu beenden. Ein Krieg, der wirklich von keiner der beiden Seiten gewonnen werden kann militärisch und der nur zu unendlichem Leid führt und auch zu einer weiteren Verhärtung und zur Verstärkung des Hasses zwischen Ukrainern und Russen. Das heißt, auch wenn man vielleicht als Linker nicht unbedingt Pazifist sein muss, glaube ich, ist doch die Forderung nach einem sofortigen Waffenstillstand im Moment diejenige, die auf der Tagesordnung steht und die wir vertreten sollen. So viel erstmal von meiner Seite. Ich habe jetzt eine Dreiviertelstunde geredet. Jetzt sollten wir vielleicht noch in der Diskussion einige Dinge auf eure Nachfragen behandeln. Danke. Ja, vielen lieben Dank für diesen historischen Ablauf, den du jetzt für uns extra vorgetragen hast. Genau. Ich würde nur noch mal ganz kurz einbringen, bevor uns nämlich die Internet-Community
lynchen möchte oder irgendwas anderes vorhat. Es gibt tatsächlich, du hast es ja gerade eben angesprochen, dass höchstwahrscheinlich die Schüsse auf die Protestierende des Maidans, aber auch auf die Polizisten dort aus dem eigenen Lager kamen. Es gibt tatsächlich Berichte von Ärztinnen, die bestätigt haben und auch gezeigt haben, der Polizist wie auch der Demonstrant haben jeweils die gleichen Kugeln im Körper und auch die gleichen Schussverletzungen. Genau, und zum Beispiel das Hotel, wo diese Schüsse höchstwahrscheinlich von abgegeben wurden, war auch tatsächlich von Tag 1 von den Demonstranten der Maidan-Proteste auch besetzt. Also das noch mal ganz kurz zur Klärung hier mit eingebracht. Also es gibt vielleicht, wenn jemand da genauer reingehen will, es gibt einen Forscher, einen ukrainischen, der in Kanada lehrt, Ivan Kachanowski, K-A-T-C-H-A-N-O-V-S-K-I, schreibt er sich. Der hat sehr viel dazu publiziert, kann man im Internet ohne große Schwierigkeiten finden, wenn man da in die Einzelheiten reingehen will. Aber im Prinzip ist es auch durch einen mit Recherchen der BBC und von Monitor bestätigt worden. Also das ist kein großes Geheimnis mehr, dass das eben Friendly Fire war. Genau, nur nochmal das dazu. Genau, du hattest vorhin schon mal kurz das die Taten von dem Azov-Bataillon oder die Situation in Odessa 2014 im Mai angesprochen. Da gab es ja aber noch eine zweite Sache, die Attacke auf ein Gewerkschaftshaus. Möchtest du da vielleicht nochmal auf die Hintergründe eingehen oder was da genau passiert ist? Ja, das ist genau dasselbe gewesen. Das ist das Pogrom am 5. Mai. Damals gab es in Odessa Anti-Maidan-Demonstrationen von linken, stark getragen von Linken. Die haben sich mit diesen Fußball-Hooligans, die durch die Stadt zogen und ukrainische Fahnen schwenken, schon in der Stadt angefangen zu prügeln. Ja, sie haben dann einige taktische Fehler gemacht, sie haben ihre Kräfte verzettelt. Jedenfalls haben die Rechten militärisch oder in der Straßenauseinandersetzung Politik davon getragen und haben die Antifaschisten vor das Gewerkschaftshaus zurückgetrieben, wo sie ein Zeltlager hatten. Und die Antifaschisten sind dann vor den prügelnden Nazis in das Gewerkschaftshaus hineingegangen und haben sich zurückgezogen. Und dieses Gewerkschaftshaus haben die Azov-Leute dann in Brand gesteckt. Diejenigen Antifaschisten, die sich zunächst in höhere Stockwerke geflüchtet hatten und dann aus dem Fenster gesprungen sind, um sich vor dem Feuer zu retten, dann oftmals, wenn sie da verletzt am Boden lagen, noch zu Tode geprügelt mit ihren Eisenstangen. Also das war eine sehr brutale Auseinandersetzung. Aber das war dieselbe Sache, also das Pogrom am 2. Mai. Das Bataillon Azov existierte damals in dieser Form noch nicht. Es wurde erst eine Woche später in Mariupol gegründet. Es trat sozusagen in die Geschichte ein als eine Truppe, die in der Stadt Mariupol Menschen, die den sowjetischen Siegestag feierten am 9. Mai, zusammenschoss ohne Vorwarnung. Insofern hat das Azov-Bataillon zu Mariupol eine besondere Beziehung. Es ist kein Zufall, dass es jetzt in Mariupol sozusagen sein eigenes Stalingrad organisiert, aus dem womöglich nur wenige von diesen Leuten lebend herauskommen werden. Das ist eine Auseinandersetzung, die vermutlich von beiden Seiten mit großer Grausamkeit und großer Gewaltbereitschaft geführt wird. Weil natürlich auch die Azov-Leute jetzt ausrechnen können, dass wenn sie also sich den Leuten von der Volksrepublik dann jetzt ergeben, dass die auch mit diesem kurzen Prozess machen werden. Und das ist eine Auseinandersetzung, die auch, glaube ich, nicht unbedingt nach den Regeln des Völkerrechts und des Kriegsrechts verläuft. Vielen lieben Dank auch nochmal für diese kurze Einschätzung. Genau, ich würde ganz kurz an die Leute, die beim Livestream dabei sind. Es gibt einen Link beim Livestream, wo ihr Fragen an uns stellen könnt. Genau, ja, also weil bisher wurden noch keine Fragen gestellt, also stellt bitte eure Fragen, die werden dann auch direkt an mich weitergeleitet. Genau, ansonsten hätten
hätte ich auch noch mal eine Frage zu dem sogenannten Holodomor und was der denn eigentlich mittlerweile oder heutzutage eigentlich noch für eine Rolle in der Ukraine spielt. Ja, okay. Das hatte ich in dem historischen Überblick ausgelassen. Es gab ja, also in den 20er Jahren war die sowjetische Politik gegenüber den Bauern in zwei Phasen zu unterscheiden. Die erste war die im Zuge der sogenannten neuen ökonomischen Politik. Da wurden die Privatbauern eigentlich in Ruhe gelassen, um einfach die Produktion wieder anzukurbeln. Die ukrainische Bevölkerung bestand zu diesem Zeitpunkt zu mindestens 80% aus Bauern. Und es waren überwiegend Bauern, die wegen der fruchtbaren Böden in der Ukraine etwas zu verlieren hatten. Und diese Leute wurden dann Ende der 20er Jahre, als die sowjetische Führung erkannte, dass die kapitalistische Entwicklung, die mit der neuen ökonomischen Politik eingeleitet worden war, die politische Steuerbarkeit des Landes im Sinne der Bolschewiki untergraben wurde, haben sie das Ruder zurückgerissen oder umgerissen in die andere Richtung, und dann kam die sogenannte Entkulakisierung und Zwangskollektivierung. Das war eine Politik, in der tatsächlich die ökonomische Substanz aus dem russischen Dorf, aus dem sowjetischen Dorf herausgezogen wurde. Es war praktisch ein koloniales Verhältnis im Innern des eigenen Landes, begründet mit der Notwendigkeit, Mittel erstens für die eigene Industrialisierung und zweitens für den Export zu beschaffen, um eben benötigte Maschinen für die Industrialisierung zu kaufen. Es war ein brutaler Gewaltakt gegenüber der Landbevölkerung, da nichts zu beschuldigen. Und es sind auch eben trotz schlechter natürlicher Umwidmungsbedingungen praktisch ganze Ernten beschlagnahmt worden, sodass also das flache Land dem Hunger ausgesetzt wurde. Das ist alles gut dokumentiert, gibt nichts zu beschuldigen dran. Und die Ukraine hat jetzt aus dem Umstand, dass ein Großteil dieser Zwangskollektivierung Höfe in der Ukraine traf, war einfach die Ukraine zu diesem Zeitpunkt das größte Landwirtschaftsgebiet, das Renner nun war. Ja, die anderen Gebiete im Süden Russlands und in Kasachstan, wo heute ebenfalls intensive Landwirtschaft betrieben wird, die waren damals noch Halbwüste und Steppe, die sind erst in sowjetischer Zeit überhaupt kollektiv überhaupt kultiviert worden. Das bedeutet, der ukrainische Nationalismus macht aus dem Umstand, dass die Kollektivierung faktisch in der Ukraine stattfand und überhaupt verforderte, eine gezielte anti-ukrainische Politik der russischen Führung oder der sowjetischen Führung. Und dieses Quid pro quo ist tatsächlich eine der Grundhypothesen des ukrainischen Nationalismus, aus der dann eben auch ukrainische Vertreter heute eine Parallelisierung zwischen dem Holodomor und dem Holocaust ableiten, unter anderem deswegen, weil angeblich die Zahl der Opfer auch in der Ukraine 6 Millionen betragen hätte. Die Zahlen sind strittig, aber dass es sehr viele waren, ist nicht zu bestreiten. Und wir sehen ja diese Instrumentalisierung eines vulgären antifaschistischen Bewusstseins, das sich irgendwie auf Holocaust reduziert, unter anderem durch den jetzigen ukrainischen Botschafter in Deutschland, Andrei Melnik, der ja ständig in irgendwelchen Medien versucht, die deutsche Bevölkerung in ein Schuldgefühl gegenüber den Ukrainern in Anführungszeichen hineinzureden, obwohl die Ukrainer auch während der Nazi-Zeit, während der Besatzung, überhaupt nicht als nationale Gruppe wahrgenommen wurden, sondern sie waren eine Abteilung des Staates Untermenschen, und sie waren der Menschen, was heute wurde deportiert und ausgehungert und ausgebeutet. Also dieser Melnik und dieser ganze Diskurs ist auch ziemlich verlogen. Und man sollte sich da auch, wenn man mit so jemandem zu tun bekommt, nicht ins Boxhorn jagen lassen, sondern sagen, Moment mal, ihr eignet euch hier
ein Erbe an, das euch überhaupt nicht zusteht. Vielen lieben Dank. Ich würde noch mal ganz kurz darauf hinweisen, an die Leute, die im Stream sind. Man kann uns auch Fragen stellen. Ansonsten, du hattest es ja gerade mit dem, nochmal mit Andriy Melnyk, aber auch mit Zelensky angesprochen. Gibt es denn in der Ukraine überhaupt in irgendeiner Weise eine historische Auseinandersetzung mit den Taten der OUN, jetzt sei es die M oder die B oder der UPA oder mit der Kooperation mit der Abwehr oder der Wehrmacht im Generellen? Gibt es praktisch nicht, wenn als vor einem Jahr Gregor Schlosser-Linsky wieder ein deutscher Doktorand vom Goethe-Institut eingeladen wurde, über seine Dissertation, die diese Zusammenhänge zum Gegenstand hatte, zu referieren in akademischen Veranstaltungen, wurden diese akademischen Veranstaltungen landesweit von ukrainischen Faschisten gesprengt und diese auch so links geliebt, an Leib und Leben bedroht, sodass er zum Schluss also irgendwie in einem Gästehaus der deutschen Botschaft geschützt untergebracht werden musste, bis sein Rückflug aus der Ukraine ging. Also eine kritische Auseinandersetzung findet überhaupt nicht statt. Das ist völlig überlagert von dem Aspekt dieser wirklichen oder angeblichen Leiden durch die Sowjetunion. Und es ist ein charakteristischer Punkt, dass unter den Sponsoren des Maidan nicht wenige auch jüdische Oligarchen waren. Der bekannteste ist Igor Kolanowski, der zwar nicht das Bataillon Azov finanziert hat, aber das nicht minder faschistoide Bataillon Donbass. Und dieser Kolanowski bezeichnet sich selber als Jidobandarowitz, also als Judenbandarowitz, als Judenbandera-Anhänger. An sich ein völliges historisches Oxymoron, das überhaupt nicht zusammenpasst. Aber in deinem Kopf und dem Kopf der Ukraine passt es offenbar durchaus zusammen. Das heißt, auch Zelensky, der gegen die ukrainischen Nazis in keiner Weise vorgegangen ist bisher, hat ja jüdische Wurzeln. Also das ist eine Situation, die sich mit den Kategorien, die wir aus Deutschland kennen, überhaupt nicht fassen lässt. Ich muss da wirklich sagen, da hat der ukrainische Nationalismus sich im Diskurs weitestgehend von seinen Schlacken der Kollaborationsfahrt mit dem deutschen Faschismus lösen können. Das ist heute tabuisiert, wird totgeschwiegen oder allen fast klein geredet. Als Kinderkrankheit oder ähnliches. Und auf dieser Grundlage hat es der ukrainische Nationalismus heute geschafft, wirklich in der deutschen Gesellschaft Pop zu werden, Mainstream. Ja. So wie ich das vorhin mit den Banderas-Movies erzählt habe. Ja, genau. Ich weise nochmal darauf hin, der Link für die Fragen ist in der Videobeschreibung an die Leute aus dem Stream. Genau, dann vielleicht noch eine kurze letzte Frage, dass die Leute, die jetzt eventuell den Link im Stream endlich gefunden haben, wie ist denn überhaupt das Verhältnis zwischen den russischen und ukrainischen Oligarchen oder gibt es da spezielle Unterschiede? Erstmal nicht. Außer dass die russischen Oligarchen natürlich potenter sind, weil sie auf eine größere und potentere Volkswirtschaft zurückgreifen konnten, ist übrigens ein wesentliches Argument, warum die ukrainischen Oligarchen ihr Herz für den ukrainischen Nationalstaat entdeckt haben. Dass sie nämlich in dem etwas sind, wohingegen, wenn sie in einem gemeinsamen Wirtschaftsraum mit Russland wären, würden sie von den russischen Oligarchen oder wären von den russischen Oligarchen aus der Portokasse aufgekauft worden. Das heißt, deren ganze geschäftliche Herrlichkeit war weitestgehend davon abhängig, dass es eben die Ukraine als eigenständigen Staat gab oder gibt. Ansonsten haben die halt miteinander Geschäfte gemacht. Timoschenko zum Beispiel ist mit irgendwelchen
Gasgeschäften in Russland sehr reich geworden. Das hat die Leute nie gehindert, aber sie wollten schon darauf geachtet, dass sie nie im eigenen Laden bleiben, weil sie da eben relativ wichtig und reich und groß sind, indem sie in einem gemeinsamen Staat mit Russland einfach da ferner liefen gelassen werden. Okay. Dann, da es bisher noch keine Fragen gibt, ja, würde ich jetzt den, Entschuldigung, ganz kurz. Die Fragen von unserer Seite würden wir danach machen, nachdem wir den Stream ausgemacht haben, damit die Stimmen nicht online sind. Oder es gibt Leute, denen es egal ist, dass ihre Stimmen online mit auf der Aufnahme sind. Ja? Ja. Stream beenden? Nee, also das ist okay. Genau, dann haben wir jetzt eine Frage aus dem Publikum. Genau, was ja auch so ein bisschen Teil des Themas der Veranstaltung sein sollte, war ja auch so, dass ja quasi die ganze Bevölkerung in Donbass ja immer nur unter pro-russischen... Ich verstehe das sehr, dass die ganze Bevölkerung... Willst du einfach kurz näher kommen? In Donbass, achso. Du musst dich halt vorne finden. Ja. Im aktuellen medialen Diskurs wurde die Bevölkerung des Donbass halt in der Regel unter pro-russische Separatistinnen halt subsumiert. Wie schätzt du eigentlich aktuell, beziehungsweise seit 2014, die politische Gemengelage in den sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Lugansk ein? Wer ist da eigentlich an der Macht und welche Interessen werden dort eigentlich verfolgt? Und sind da echte halt Unabhängigkeitsbestrebungen halt noch zu erkennen, wie sie jetzt von progressiveren quasi Unabhängigkeitsbewegungen, sei es jetzt aus Katalonien oder im Baskenland, halt noch kennen? Das ist eine gute Frage, weil das hat sich tatsächlich verschoben. In der Anfangsphase